Sie sind Einsatzleitwagen. Sie fahren gerettetes Rettungsfahrzeug für den gesamten Löschzug. Dieses Fahrzeug nimmt auch nicht die Position vor dem Schadensgebäude ein, da hier lediglich die Funkdokumentation, die Einsatzdokumentation und auch der Funkkontakt zur Leitstelle besteht. Das muss nicht im Vordergrund stehen, sondern nimmt hier im Bereich der Firma Pro Optik ihre Stellung auf. Der Einsatzleitwagen ist mit einem weiteren Zugführer besetzt. Dieser unterstützt den Einsatzleiter bei den weiteren Maßnahmen. So, der Kamerad, der hier eintrifft, ist der Zugführer Markus Eisenen. Er ist für den Abschnitt hier Treppenkämpfer mit eingesetzt und unterstützt den Einsatzleiter. Jetzt ist die Drehleiter eingetroffen. Der Einheitsführer, der Gruppenführer, nimmt jetzt hier die Einsatzstelle in Augenschein und entscheidet zusammen mit dem Zugführer, welchen Auftrag hier zu bewältigen hat. Der Auftrag wird sein, die Drehleiter so in Stellung zu bringen, dass der Drehleiterpark direkt an das Fenster geraten kann. Hier ist wichtig, diese Drehleiter so zu positionieren, dass alle Geräte des Hauses angeleitet werden können. Als nächstes wird das zweite Löschfahrzeug aus dem Löschzug an. Sie brauchen hier keinen Platz machen, das Fahrzeug wird nicht bis zur Einsatzstelle vorfahren. Es wird im Bereich des Wohnhaus Müller seinen Standort aufnehmen. Und deshalb können Sie hier die Position so bestehen lassen. Der Auftrag des zweiten Löschfahrzeuges wird sein, die bereits eingesetzten Einheiten unter Artenschutz im Gebäude zu unterstützen. Sie müssen sich vorstellen, die Kameraden, die jetzt ins Haus reingegangen sind, haben eine Ausrüstung aufgesammelt mit rund 25 Kilo, müssen hier in das Gebäudeinnere unter starken Verrauchung und Hitze und begeben sich nun auf die Suche der vermissten Personen. Die Einsatzdauer von diesen Personen sind ungefähr auf 30 Minuten festgelegt. Diese Luft, die in den Kreislaufatmern vorherrscht, mit den 300 Bar, reicht ungefähr von 25 bis 30 Minuten Arbeitseinsatz im Haus. Im weiteren Verlauf entscheidet der Einsatzleiter, dass eine zweite Drehleiter für dieses Schadensobjekt notwendig ist. Es soll nicht nur im Vorderbereich eine Personenrettung und eine Wettbekämpfung erfolgen, sondern auch im hinteren Bereich zu der Gaststätte Fessler, jetzt für das Runde, soll eine Wettbekämpfung erfolgen. Es ist so organisiert, dass die Schutzpunktwehr, die eine Drehleiter hat, die Nachbarn Schutzpunktwehr unterstützt. In unserem Fall ist es dann die Drehleiter der Feuerwehr aus Mähnen. Das heißt, die Kameraden aus Mähnen wurden nun zu der Einsatzstelle mitalarmiert, fahren von Mähnen nach Bad Soldau an und nehmen dann im hinteren Bereich des Gebäudes ihre Stellung. Wenn es eintrifft, geben Sie Bescheid, dann können Sie auch hinter das Gebäude einen Blick werfen. Auch da gibt es interessante Arbeiten dann zu erkennen. Im Moment spielt sich das Geschehen hier im Vorfeld auf.